Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, und wir sind auf einem Update unterwegs, hat es wohl gestern Abend noch gegeben oder wann auch immer. Wir sind unterwegs auf der Version 1.48.1.6s. So, wo diese Updates sind, ich konnte es nicht ermitteln, es ist nichts an der Karte, eventuell irgendwo hier an den Dekorationen. Außerhalb der Straßen, das mag natürlich sein. Verbesserung unter der Haube, das mag natürlich auch sein. Ich habe gedacht, naja, dann steht jetzt ja wohl das DLC kurz bevor. Nein, bei Steam immer noch Ankündigung in keine Ahnung was. Irgendwas mit Ankündigung in Aussicht oder so ähnlich in diese Richtung. Also man weiß jetzt nicht, wann es erscheint. So, wir fahren nach Rostock mit der Fähre. Und von dort aus jetzt dann nach Amsterdam. Dahin waren wir unterwegs, weil wir dort einen Fotopunkt uns angucken wollten. Danach könnten wir übrigens mal schauen. Wir haben ja Kiel, Travemünde und dergleichen, haben wir ja die Fotopunkte abgearbeitet. Ob da was dazugekommen ist. Das wäre noch so eine kleine, feine, gemeine Idee. Gucken wir mal. 100% Kartenaufdeckung, das haben wir weiterhin. Den Fotopunkt hatten wir, Travemünde hat keinen. Auch nichts ersichtlich, wo kartentechnisch irgendwas geändert worden sein könnte. Auf der Webseite habe ich so gesehen auch nichts gefunden. Danzig, da müssten wir auch noch mal hin, da ist auch noch ein Fotopunkt. Auch da gibt es bestimmt noch mehr, die wir nicht gesehen haben. Hier bei Straßburg ist noch einer. Da müssen wir mal sehen, immer so, wenn wir in der Nähe sind, dass wir die mal abklappern. Brest. So, wir würden jetzt nach Amsterdam fahren. Amsterdam hat definitiv einen. Gut. Wie gesagt, Update. Es lässt sich so nicht ermitteln, was es ist. Genau, ich habe die Soundlautstärke nochmal ein bisschen angepasst. Das ist immer so ein Balanceakt. Im OBS wirkt es übersteuert. Und meistens passiert so eine blöde Lautstärkenänderung. Nach einem Windows-Update. So, pass auf, ich wollte noch was nachgucken. Ihr sagt aber auch nichts, ne? Und zwar Optionen. Gameplay. Root Advisor. Maus umkehren. Sequenzielle Schaltung, das brauchen wir nicht. Das lassen wir so, wie es ist. Drive Shift Talk. Federungssteifigkeit. Aha. Das ist immer noch in Englisch hier. Seht ihr das? Beziehungsweise da sind wieder englische Begriffe reingeraten. Aufsatteln für Erfahrene lassen wir weg, aus folgendem Grund. Nicht, weil ich unerfahren bin, sondern weil ihr die Dinger oder die Mod auf Liga dann teilweise nicht mehr angekoppelt bekommt. Genau. In Landessprache, Kilometer, öffne den Chat, frage mich, Retarder und Motorbremse, ist das nicht eigentlich automatischer Retarder? Normalerweise ist der drin und automatische Motorbremse auch. Von daher kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe so das Gefühl, dass das greift überhaupt nicht. Sonst hast du das gemerkt und irgendwie, keine Ahnung. Deswegen war ich so irritiert. Okay. Kilometer haben wir noch vor uns. 5 Minuten haben wir schon verbraddelt. Das heißt, das werden wir in der heutigen Folge dann definitiv nicht schaffen.
möchte jetzt aber auch nicht, dass der Spielesound wieder so laut ist, dass man das Mikrofon nicht versteht. Ich kann also nicht in den roten Bereich gehen. Das ist, ja. Von daher, danke für Feedbacks. Ah, wir fahren mal hier so im sechsten Gang. Also wir müssen hier durch dieses Ding, ja. Mods hatte ich, glaube ich, gesagt. Da habe ich jetzt gesehen, die hatte ich irgendwie noch nicht aktiviert oder wie auch immer. Oder doch aktiviert. Ach, ist ja auch egal. Jetzt sollten sie drin sein. Und Tankstellen dürften jetzt auch richtige Namen haben. Das werden wir natürlich hier ganz besonders in Deutschland sehen, ob es hier Tankstellennamen gibt, die wir kennen. So, der verzieht seinen Wohnwagen durch die Gegend. Ach, es ist ein Wohnmobil, auch nicht schlecht. Ja. Kann man sich vertun, ne? Deswegen, wenn ich nämlich einen Gang rein runterziehe, tatsächlich, dann müsste theoretisch die Motorbremse eingreifen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, beim Auto ist es ja auch so, wenn ihr da vom fünften in den dritten runterschaltet, dann merkt ihr das auch, wie der Motor bremst, ne? Das tut er irgendwie nicht. Boah, wir fahren jetzt vielleicht ein bisschen hochtourig. Ein bisschen ist gut. Er hält gleich die weißen Fahnen raus, der Motor. Aber ich muss sagen, mittlerweile klappt das mit der Schaltung ganz gut. So, wenn ich jetzt einkuppel, dann müsste nämlich normalerweise in die Motorbremse greifen. Das tut sie nicht. Haben wir hier einen Telepass? Das ist ein Telepass, glaube ich. Ey, wie schön der rüberzieht. Prima, kommen wir hier durch? Das wäre eigentlich für Autos. Ich glaube, ich habe hier gleich ein Problem. Das war mir klar. Scheiße. Und vor allen Dingen, warum habe ich eigentlich immer noch warum habe ich eigentlich immer noch die und umleuchten um. So einfach wäre es gewesen. Okay. So, hier jetzt aber. Kein Telepass.
was die hier treiben, das wissen sie wahrscheinlich auch nicht so genau. Typisch KI. Super. So weit ausgebremst, dass ich ganz zurück in den ersten muss. Auch nicht schlecht. Kann man mal machen. Sagen wir, es war dunkelgelb, nicht rot. Ich hab's heute, ne? Kann das heute richtig super. Jo, hab ich jetzt ein bisschen angekratzt, aber. Kann passieren. Egal. Den Retarder merke ich irgendwie auch nicht. Ich habe ja eingestellt auf automatischen Retarder, von daher. So, hier haben wir eine Primel-Tankstelle. Sagt mir gar nichts. Also das schaut mir so ein bisschen so aus, als ob die Mod nicht funktioniert. Primel. Obwohl, sind wir jetzt, ich habe jetzt gerade überlegt, sind wir jetzt schon drüben in den Niederlanden oder wo sind wir? Ich glaube nicht, oder? Weil die Tankstellen da kenne ich ja sowieso nicht. Ich habe nicht darauf geachtet, wo wir aktuell sind. Eine Baustelle. Oh, ich war doch zu meinen Anfängen, wo ich noch mit komplett mit Tastatur gefahren bin. Was hatte ich immer eine Panik, durch solche Baustellen zu fahren, um da nicht irgendwo anzuecken. Jetzt auch, ich gehe vom Gas runter. Normalerweise müsste hier die Motorbremse greifen, was sie aber nicht tut. Komisch. So, da ist eine Raststätte, die werden wir jetzt anfahren. Nö. Theoretisch könnten wir auch schlafen, weil wir werden es so oder so machen müssen. Weil wir schaffen mit dem Zustand da definitiv
nicht die kompletten Kilometer. Ja, in diesem Sinne, lasst gerne ein Abo da, lasst ein Däumchen da, es kostet euch alles gar nichts. Klickt auf die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn es was Neues gibt. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr morgen früh wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal, ciao, ciao, macht's gut. Und ich denke mal, wir sehen uns bei Tagesanbruch, sprich von jetzt ab, 9 Stunden später wieder. Bis dahin, tschüss.